Hallo, Lieben, Chris Hanschmeier, Patrick-Coach und so weiter und so fort. Und wir haben wieder einen lecker Code. Nutzt den Code. Billiger wird es nicht mehr. Hot Summer 28, weil wir werden definitiv die Preise erhöhen. Noch zusätzlich im Laufe des Jahres. Und billiger kommt ihr nicht mehr dran in die Kurse. Ja, wieder eine Frage eines Zuschauers zur Analyse seiner Beziehung. Habe jetzt nochmal einmal schnell drüber geschaut und ja, schauen wir mal, was wir da so haben. Lieber Christian, ich melde mich bei dir wegen meiner 9-jährigen Beziehung. Seit den frühen 20ern bin ich mit meiner Freundin ein Paar. Wir sind gemeinsam durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Seit 2 Monaten sind wir jedoch räumlich getrennt, weil ich es in der Beziehung nicht mehr ausgehalten habe. Gut, räumliche Trennung, Überraschung, häufig der Fortschritt von einer Trennung. Also das ist so, in der Paartherapie ist es immer so das allerletzte Mittel, was man da mal macht, aber also in Beziehungen funktioniert eigentlich immer gut, wenn man sie aufbaut, ne? Man macht mehr, man zieht zusammen, man heiratet, weiß ich nicht was, aber wenn man also anfängt abzubauen, nicht, dass da jetzt irgendwas falsch dran wäre, wenn du dich nicht mehr wohlfühlst, fühlst du nicht mehr wohl, aber das Abbauen führt eben häufig dazu, dass die ganze Beziehung dann auch auseinanderfällt, dass man das auch nicht mehr aufhalten kann. Ja, kurz zu mir, sie ist meine erste Partnerin. Zuvor hatte ich in keinster Weise Kontakt zu anderen Frauen. Aufgrund meiner damaligen körperlichen Probleme haben mich sämtliche Frauen gemieden. Mit viel Arbeit in meiner Persönlichkeit in Optik schauen mir viele Frauen noch heute mit Anfang 30 hinterher. Ja, die werden die hoffentlich auch noch mit 50 aber hinterher schauen. Die besten Jahre kommen ja noch. Anfang 20 lerne ich meine erste Partnerin, also ich vermute die jetzt hier über eine Dating-App kennen. Zunächst wollte sie partout keine treffen. Ich meine, allein da schon. Ich meine, was man nicht weiß, weiß man nicht. Aber ich habe mit 20 nichts einen Plan gehabt. Aber da ist ja schon gleich der Wurm drin, ne? Dass du sie zum Daten tragen musst, wird man ja, hoffentlich wird es aus heutiger Sicht hoffentlich nicht mehr machen, weil da ist schon einfach ein bisschen schräge Dynamik drin, ne? Die Menschen, die man datet, sollen richtig Bock haben auf dich, aber ich verstehe schon, wenn man auch, was ja auch häufig Anfang 20 auch ist, das Mindset nicht stimmt, dann meint man, man könnte, müsste Frauen überreden, dass sie einen daten wollen und ich weiß nicht was, ne? Nach ein paar Wochen hat es sich geändert und es lief auf ein Treffen. Sie ließ sich ein. Als erste Date. Sie selbst nannte es Treffen, wollte es nicht als Date ansehen. Das Date verlief super. Sie erzählte viel von sich und war begeistert. Sie war begeistert von ihrer Schönheit. Oh. Okay. Ist ja schön, dass sie begeistert ist von ihrer Schönheit. Und wem sie... Und dem, wie sie über die Dinge erzählt hatte. Auch waren wir vom Humor auf einer Wellenlänge. Also ich kann schon sehen, dass du das viel zu wenig kritisch siehst. Ja, auch mit dem Abstand viel zu wenig kritisch siehst, weil das sind schon... Also eine Frau, die mir auf dem ersten Treffen von ihrer Schönheit erzählt. Weiß ich nicht, ob ich die weiter daten wollte. Die nächsten 2 bis 3 Dates verliefen ebenso super. Ich hatte auch das Gefühl, jemanden gefunden zu haben, der mich ernst nimmt und wirkliches Interesse an mir zeigt. Weil sie über sich redet? Oder wie? Okay. Doch nach dem 3. Date die Ernüchterung. Die Abstände vom 4. zum 5. wurden immer größer. Auch überhaupt Treffen zu vereinbaren wurde immer schwieriger. Ja, es ist wirklich, als wenn du so einen Muli die Bergwand hochziehst hier oder als wenn du den nicht mehr vorhandenen Rhein oder, ne, ist ja noch vorhanden, gegen den Berg aufschwimmst irgendwie. Das macht keinen Spaß. Das ist, aber gut, es ist lange her. Machen bestimmt viele mal so einen Quatsch. Ich entschied mich, mich zurückzuziehen. Sehr gute Entscheidung, da ihr das Schreiben genügte. Ja, du willst ja keinen Brief von schafft und mir eben nicht. Da hast du jetzt zum ersten Mal Stärke bewiesen. Sehr gut. Zu diesem Zeitpunkt kritisierte sich bereits, dass ich zu klein war, obwohl du über 1,80 bist, wie du schreibst, und zu dünn sei. Ja, ich denke, also erstmal, was Frauen sich immer so rausnehmen, also dann redet man über Bodyshaming. Und da finde ich Frauen manchmal viel krasser, ne? Du so, bist du dünn, du bist du dies, bist du das und... Naja, gut. Aber das ist jetzt auch nicht so... Aber ich denke, das Problem ist, dass du nicht in deiner Polarität bist und dann fängt sie an, was auch mit Anfang 20 echt schwierig ist, aber dann fängt sie an, dich zu kritisieren, so, ne?
Ein halbes Jahr später nach der Funkstelle gratulierte ich ihr zum Geburtstag. Darauf ging es schnell, wir trafen und plötzlich ist der Funken bei ihr übergesprungen. Ja, ist jetzt nicht unbedingt vorhersehbar, aber weil du die Pause gemacht hast, weil du gesagt hast, das hast du wirklich sehr gut gemacht. Ich will keine fucking Brieffreundschaft mit dir, hör mir auf mit der Friendzone. Und hast ja kommuniziert, ich mache nur weiter, wenn du mich auch daten willst. Und ja, das hast du gut gemacht. Es war eine Zeit, in der es mir mental sehr gut ging. Dann hatten wir wieder Dates. Nach dem dritten Date kritisierte sie meine passive Art. Jetzt geht das wieder los. Aber beim letzten Endes, insgesamt warst du wahrscheinlich nicht genug in deiner Polarität. Ja. Ich sollte mehr der Mann sein. Ja, das wünschen sich Frauen eben. Und ja, ist ja auch gut. Das ist schon ja fast gut, dass du so ein Feedback, so ein klares Feedback hier kriegst. Das kann einem auch mal zeigen, wo es lang geht, dass man eben nicht diesen ganzen Männer dürfen nicht mehr Männer sein, alles ist toxische Männlichkeit und bla bla bla. Das will keiner. Die Männer wollen das nicht, die Frauen wollen das nicht. Ich offenbarte ihr untertreten meine Unerfahrenheit. Oh. Hast du jetzt schon mal James Bond untertreten seine Unerfahrenheit? Also so dieses ganze Emotionale, das kannst du aufheben, wenn ihr wirklich in einer Beziehung seid. Und davor, fake it until you make it. Also dann muss man es eben ein bisschen so tun, als wenn man cool wäre wie James Bond und aber so ich offenbare ihr meine Gefühle, kannst ja echt froh sein. Oder ob du jetzt froh bist, weiß ich nicht, aber kannst froh sein, dass sie nicht wieder aufgehört hat, dich zu daten. Ne? Einen Tag später nahm ich die Zügel in die Hand und überraschte sie mit einem Kuss. Guck mal, wie du immer wieder die Kurve kriegst. Sehr gut. Das wollte sie wohl, was mich einiges an Überwindung gekostet hat. Ja, das glaube ich. Ab da ging es schlagartig voran und ich sammelte in Sachen Beziehung und Bettsport erste Erfahrung mit ihr. Es dauerte nicht lange und es kam wieder zu Sticheleien. Gut, ich habe jetzt eben gesagt, liegt vielleicht ein bisschen mit der Polarität, aber es kann auch sein, dass sie einfach zum Sticheln neigt, ne? Meine Wohnung ist so klein, sie hatte mit anderen viel ausgefalleneren Bettsport. Ich meine, es ist immer so ein Geeier zwischen wertvollen Feedback. Das fand ich auch wertvoll mit dem, nimm du die Sache mal in die Hand, aber zu prahlen mit ihren Ex-Männern, wie toll die waren und über ihre eigene Schönheit zu reden, finde ich ganz schön egozentriert, ne? Und nicht nett. Und das zeigt, dass du doch sehr hier so im Pluspol unterwegs bist, ne? Also sie hat nicht genug Respekt vor dir, so, ne? Sie hatte die Dating-App, wo wir uns kennengelernt hatten, erst nach mehrfachen Aufforderungen gelöscht. Also big fucking red flag, ne? Also eigentlich sollte man solche Leute nicht weiter daten, ne? Es sei denn, man will irgendwie Freundschaft plus haben oder offene Beziehung oder so, aber naja, gut, ist lange her. Hat oft Dramen beim Essen oder Einkaufen gemacht. In vielen Dingen hat sie mich dadurch verunsichert. Ich habe die Chance genutzt und beispielsweise meine Eifersucht gearbeitet. Ne, du hättest die Chance nutzen sollen, dir mal ein paar Grenzen setzen, dass sie sagen, so, wie redest du eigentlich mit mir? Hast du einen Schaden? Also, das soll man natürlich nicht sagen, aber wie redest du eigentlich mit mir? Was soll das? Ich erwarte, dass du mich ordentlich behandelst. Ne? Nur nicht, weil wir diese ganzen gesellschaftlichen Tendenzen haben, heißt ja nicht, dass man sich scheiße behandeln Sachen lassen soll von seiner Frau irgendwie, ne? Oder was immer ihr da im Kopf rumschwirrt irgendwie. Und wenn sie meint, dass sie mit anderen besseren Bettsport hatte, dann soll sie gehen. Fertig. Hier ist die Tür, hier ist dein Koffer. Geh zu dem anderen Typen. Ist mir auch scheißegal. Also da müsst ihr echt cooler sein irgendwie, ne? Aber das ist ein Prozess, das weiß ich natürlich auch, ne? Zuvor hatte ich dort immer aggressiv reagiert. Okay, wenn sie das kritisiert, hat sie natürlich einen Punkt, ne? Was ich immer wieder sage, selber ist man wahrscheinlich auch nicht das Lamm und eigene Spielfläche sauber halten, eigene Themen aufarbeiten, sonst kann man den anderen auch schlecht kritisieren. Aber vielleicht hat sie ja auch Grund gegeben, ne? Das wissen wir jetzt alles nicht, ne? Heute sehe ich das gelassen, ne? Zuvor hatte ich dort immer, achso, die Wohnung. Eigentum, ich vermute mal dein Eigentum, wollte ich komplett umplanen und Wände versetzen, um es ihr recht zu machen. Wo ist deine fucking Polarität? Ist ja schön, es dem Partner ein bisschen recht zu machen, aber du sollst es genauso dir recht machen, ne?
Täglich habe ich sie zur Arbeit gefahren, abgeholt, ihr die Türen aufgehalten, ihre Tasche getragen und den kompletten Haushalt geschmissen. Das ist fucking co-abhängig, sorry. Frau die Tür aufhalten, den Mantel halten, also alles gut, aber sie auf dem Podest heben, die Erde küssen, auf der sie läuft, das führt in Irrsinn, ne? Das nimmt der Frau seinen Respekt. Und dann noch einen kompletten Haushalt schmeißen, no fucking way. Also wo ist deine Selbstliebe, wo sind deine Standards, ne? Ich war zu der Zeit am Studieren. Wie gesagt, das ist natürlich immer so ein Grad. Also wenn du natürlich mehr Zeit hast, kannst du sie zur Arbeit bringen. Aber eine Beziehung sollte ausgeglichen sein über die Zeit. Ne? Das heißt nicht, dass jeder das Gleiche machen muss, aber sie sollte ausgeglichen sein. Mit der Zeit merkte ich jedoch, wie es mich auslaugte. Von ihr kam keine Initiative, um mir etwas zurückzugeben. Ja, das meine ich. Dann wird es ungleichgewichtig oder so. Ja, ist jetzt nicht toxisch direkt, aber sehr co-abhängige Beziehung dann, ne? Während des Studiums verlor ich dann noch meinen Job und bezahlte weiterhin alles. Ja, also das sag ja, das kommt nicht zurück. Ist okay, wenn es dir gut geht, man gibt, aber Beziehung ist ein Geben und Nehmen. Jetzt ist sie dran, ne? Wenn du deine Arbeit verloren hast, ne? Sofern meine Partnerin abends etwas essen wollte, konnte ich mitessen, also durfte es aus ihrem Napf löffeln und sie bezahlte es. Ansonsten ernährte ich mich von Milchreis und Haferflocken. Sorry. Ich meine, das merkst du auch nicht selber. Ich meine, das tut mir schon wirklich total leid, was du hier da mitmachst, aber auch hast selber durchgehen lassen, ne? Hoffe, du siehst das heute anders. Als sie noch mein Studium kritisiert. Nein, da habe ich ihre Kritik an und brach das Studium ab. Alter, wo sind deine fucking Standards? Was willst du denn noch machen? Willst du dich umoperieren lassen? Ey, deine Arbeit und deine Mission, das sollte Platz 1 sein. Meinetwegen ist deine Freundin auch Platz 1, aber sie steht nicht vor deiner Mission irgendwie, ne? Ich hätte ja keine Perspektive mit meinem Studium in Lama-Kunde. Nun war ich ohne Perspektive. Es dauerte ein Jahr, bis ich mich aufrappeln konnte und eine Ausbildung anfing. Oh Gott, das ist was ein Desaster. Aber so ist das Leben. Es zeigte uns halt, dass man einen Lernschritt machen muss. Und solange man den nicht macht, wird es immer schlimmer. Ne? Mir ging es auch psychisch nicht gut in der Zeit. Meine Ausbildung gab mir immer ein wenig mehr Unabhängigkeit und dadurch forderte ich nun auch mehr von meiner Partnerin ein. Das finde ich immer wieder gut, dass du dann doch immer wieder Anstalten machst, aber solltest du viel mehr machen, ne? Melf im Haushalt, Eigeninitiative, von sich aus finanzielle Beteiligung. Leider ändert sich die Dinge so schleppend, dass sie allein für den Haushalt 5 Jahre gebraucht hat, um wirklich unterstützend zu sein. Ja, also ich finde es fucking disgusting. Aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung. Tatsächlich ist es so, wenn jemand das gewöhnt ist, dass aber deine Grenzen gehen darf seit Jahren und denen was dann abzugewöhnen, ist super schwierig. Ne? Da muss man wirklich sehr konsequent sein und nicht sagen, dass es nicht geht, aber naja. Leider fühlt sie immer wieder ein altes Muster zurück, dass sie beispielsweise eine Woche keinen Abwasch gemacht hat und die Fliegen im offenen Biomüll flogen. Ey, Alter, wo sind deine Standards? Kann ich nur immer wieder sagen, ey. Ah, mach die fucking Kurse, nutz den Code irgendwie. Angewidert habe ich es dann selbst erledigt oder stehen gelassen. Bis heute hat sie sich nicht finanziell an der Wohnungsausstattung beteiligt und wohnt immer noch größtenteils aus Umzugskartons. Ja, also sie scheint ja auch ein bisschen so ein Ordnungsproblem zu haben, ne? Lieber Christian, versteh mich nicht falsch, sie ist ein total lieber Mensch. Ja, also ich finde alles, was du jetzt geschrieben hast, finde ich nicht lieb, sage ich ganz ehrlich. Also für mich ist ein lieber Mensch vor allen Dingen jemand, der einen respektiert, ne? Und ich habe durch meinen Frust und daraus resultierenden Wutfehler gemacht. In Anführungsstrichen keine Gewalt. Ja, das ist das zweite Mal, dass du das schreibst. Also du musst deine Spielfläche natürlich sauber halten. Und klar, entsteht dann Wut, wenn du, weil das ist im Pluspol, ist das ja immer so ein Mythos, dass man so gern gibt. Man gibt ja gar nicht gern, man will ja was zurückhaben. Und das kriegst du dann nie und dann wird man wütend, ne? Und dann verliert man vielleicht die Fassung und dann kann der andere sagen, ja, guck mal du mit deinem Wutproblem. Und deswegen ist es so wichtig, die eigene Spielfläche sauber zu halten. Ne? Aber genau, ihre liebe Art, wie sie mich braucht. Jetzt hast du leider versäumt zu schreiben, wo sie lieb ist, okay. Aber
Mach ja sein, dass sie auch lieb ist, aber Fakten, 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 Fakten. Was sind die Fakten, ey? Du hast einfach ein scheiß Leben da, ne? Und vermute mal, dass dann im Bett auch nicht mehr viel läuft, so, ne? Weil sie sonst niemanden hat, in ihren Worten verständnisvolle Art, macht es irgendwie unmöglich, mich von ihr zu lösen. Ja, guck mal, ich meine, du kannst ja, ist ja dein Leben, ne? Ich will das ja auch jetzt nicht sagen, was du da machen sollst. Aber zur Pluspoligkeit gehört eben auch dieses Retterthema, ne? Retten, 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 retten. Aber du siehst, wo dich das hinführt. Und man kann ja gern Menschen retten wollen. Also, ich meine, ich halte das an sich schon für sehr problematisch, aber dann darf man auch wenigstens Respekt erwarten und dass sie ihn dann auch retten, wenn es einem selber mal nicht gut geht. Und das sehe ich überhaupt nicht, ne? Die räumliche Trennung fühlt sich weder gut noch schlecht an. Ich komme zur Ruhe bis zu den wöchentlichen Treffen. Dann werden wieder alte Sachen aufgewühlt und mir geht's nicht gut. Wir wollen die Zeit nutzen, um an uns zu arbeiten. Sie hat sich nun einen Psychologen gesucht. Ich hatte auch bereits Erstgespräche. Ja, ist ja grundsätzlich eine gute Idee. Vielleicht könnt ihr auch ein Paartermin machen. Aber mal ganz ehrlich, ich meine, irgendwo musst du jetzt mal, hast du hoffentlich auch den Schalter umlegen und musst ihr ganz genau sagen, was du von ihr erwartest. Und dann gucken, ob sie das liefern kann, dass du sagst, hier Umzugskartons müssen weg, ich erwarte, dass du das und das machst, dass du den Beitrag bringst, ich erwarte, dass du mich respektierst und das ganz kleinziseliert ihr sagen und dann auch einen Zeitrahmen setzen. Und wenn das dann nicht passiert ist in diesem Zeitrahmen, ich meine, wie viele Jahre willst du da noch reinballern, dann weiß ich nicht, ob das so das Richtige ist, ne? Mir wurde gesagt, dass ich im Kern meine Mobbing-Thematik aufarbeiten muss. Also das finde ich jetzt sehr irritierend. Ich meine, so ein Mail ist natürlich immer eine sehr persönliche Sichtweise. Entweder, ich weiß nicht, wie weit das geht mit dieser deiner Wut, weil auch Pluspole können sehr wütend sein, so. Aber das ist genau das Problem jetzt, weil ich weiß jetzt nicht, wie viel da dran ist. Das kann ich jetzt nicht sagen, ne? Wenn du ein Thema hast, musst du das natürlich aufarbeiten. Aber die Scheiße wäre jetzt, wenn es dann du bist, so der identifizierte Patient mit deiner Mobbing-Thematik. Und alles, was sie hier so macht, fällt ihr unter den Tisch. Da musst du echt aufpassen, so, ne? Aber gut, weiß ich jetzt nicht. Sie ändert sich in minimalen Schritten. Ja gut, das machen alle Menschen. Das ist halt, du setzt die Zeit für dich, nicht gegen sie, sondern du setzt die Zeit, wie lange du das so mitmachen willst. Und ja, und wenn sie dann, wenn die minimalen Schritte nicht eben ausreichen, dann ja, ist das halt. Kommt eben irgendwann eine neue Freundin in dein Leben, also bevor du natürlich erstmal Schluss gemacht hast. Das ist nicht dein Problem. Sie ist ja jetzt nicht krank oder so. Das ist nicht dein Problem, wenn sie minimale Schritte macht seit Jahren, ne? Das ist auch convenient für sie, ne? Wie lange soll ich auf sie warten? Das entscheidest du, aber ich würde an solchen Punkten, wo man schon getrennt ist, würde ich immer so, ich kenne jetzt euren Fall nicht, aber maximal 6 Monate, 3 bis 6 Monate. Weil, was willst du denn da noch machen? Ihr seid jetzt schon räumlich getrennt und offensichtlich hat sie da nicht den Drive, ne? Warum schaffe ich es mich, wegen ihrer herzensguten Art nicht zu trennen? Ja, also irgendwie weiß ich nicht, ob du sie so klar siehst. Wo ist denn das alles herzensgut? Weiß ich nicht, ob sie dich dann nicht mal wieder weich, ob sie dir dann mit einem Dackelblick anguckt und du bist dann weich, ich weiß es nicht, aber Fakten, 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 sage ich immer. Man neigt so dazu, sich das immer schön zu reden. Was denken deine Freunde? Was denkt deine Familie? Hör dir das mal an, ne? Ich versuche damit zu arbeiten, aber warum funktioniert es nicht? Ja, scheinbar ist es, das ist manchmal so, habe ich heute auch schon anderen Klienten gesagt, wenn die Beziehung nicht schlimm genug ist, dann ist es manchmal unheimlich schwer, vor allem wenn man viele Jahre zusammen ist, da so einen Punkt zu finden. Das ist manchmal das Gute an so hochtoxischen Beziehungen, dass sie einfach so Drecksscheiße laufen, dass man einfach weiß, man geht raus und dann geht's Leben weiter. Aber wenn so eine Beziehung so, wobei ich das auch schon sehr krass finde hier, aber du lässt sie auch, ne? Du lässt sie diesen Raum. Und was natürlich jetzt nicht heißt, dass du wieder mehr Druck aufbauen sollst gegen sie, sondern dass du einfach sagst, das sind meine Standards und ich gucke mir jetzt noch so und so lange an, ob du die erfüllst oder beziehungsweise das sind meine Dealbreaker und oder Standards, was auch immer. Und ja, und weiß ich nicht, ich bin da ganz ruhig, ich ruhe in mir, ich bin James Bond, calm, cool, collected. Keine Wut, aber entweder das lautet jetzt so hin, wie es für mich richtig ist, weil auf dich bin ich schon genug zugegangen, oder eben nicht, und dann bin ich weg, fertig. Da braucht man auch nicht wütend sein und gar nichts, ne?
Ja, in diesem Sinne, hoffe ich konnte dir helfen. Wir sehen uns bald wieder und macht auch die fucking Kurse. Ich weiß, es ist immer so nett und convenient, nur die Videos zu gucken, aber nutzt es wirklich. 97% Weiterempfehlungsquote. Super Bewertung und lasst es nicht liegen, nur weil es irgendwie 2,50 € kostet. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.